Babe, tell us what happens at the moment. There is an Huh? earthquake. I got headache. Oh my God. It's shaking, no? It's Yeah, but feeling. it's done Hallo, meine lieben Freunde, hier ist gerade ein Erdbeben. Hat hier gerade so. Wir sind hier in der Wohnung. Noch ganz leicht, I feel it a little Yeah, there bit. is still Ganz, ganz leicht, es ist still immer so shaking. hin und her. Und jetzt haben wir gerade herausgefunden, dass in Masbate ein schwereres Erdbeben war, genau in der Zeit, wo wir das hier auch gespürt haben. So, schönes Wetter haben wir. Wir gehen zum Esminya Circle. Heute ist Sonntag, weil wir müssen Geld tauschen. Hier Weihnachtsschmuck. Leider ist der Pool sonntags geschlossen. Hier bin ich wieder bei meinem Geldwechsler und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe hier einen besseren Kurs bekommen, wie der offizielle Tageskurs im Moment ist. Also 56,20 haben wir hier für Bargeld bekommen. Das war noch nie der Fall, das ist das erste Mal. Gut, Arnie, ja? Schau, diesen super Wetter hier in Osmania Circle. Ja, vom Feinsten hier. Schaut, Hotel. Wow, ja? Und blauer Himmel und Sonne. So, was gibt's denn zu essen bei dir, lieber Hundi? Ja? Ein Fischiknochi. Ja, da gibt es ja genug Reserve hier. Ah, Fischiknochi, Hundi, vorsichtig essen, ne? Nicht verschlucken. Also morgen werden verschiedene Sicherheitsmaßnahmen gegen Covid wieder in Kraft treten. Das hat aber nichts mit Lockdown zu tun. Die ganzen kommerziellen Betriebe, Restaurants und so weiter haben gesagt, wenn ein Lockdown wieder kommt, dann gibt es einen riesigen Protest. Ja, und deswegen wird das auch nicht kommen. Die Leute müssen überleben. Irgendwann müssen auch die Jeepney-Drivers wieder fahren können. Es ist ganz einfach so: Es waren 500 Covid-Cases, also Fälle, und jetzt sind es 700. 700 Covid-Fälle. Bei 1,8 Millionen Einwohnern, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist praktisch gar nichts. Und wenn die jetzt hier wegen dem wieder in den Lockdown gehen, dann ist es wahrscheinlich die größte Verarsche und Schweinerei, die jemals gemacht wurde. Und das werden sie nicht tun. Und es wurden extreme Proteste angekündigt, wenn das kommen sollte. Also das ist nicht der Fall. Ja, deswegen sind wir jetzt ganz entspannt, die Arne und ich. Und man kann hier sich ganz normal bewegen. Man merkt hier überhaupt nichts. Es sind auch keine Sperren, keine Polizeikontrollen und gar nichts. Ihr wollt ja immer wissen, was los ist auf den Philippinen. Restaurant ist geschlossen. Ja, heute ist Sonntag. Ja, kein Problem. No problem. We eat in another place. Ja. Wir haben jetzt einmal Geld getauscht und der Kurs war fantastisch, ne? 56,2. Alles positiv, ja. Und liebe Leute, ich wollte hier nochmal einen Klartext sprechen. Ich sehe immer in meinen Kommentaren, dass da irgendwelche Schwachmaten mir die widersten Dinge posten. Ich lasse jetzt manche Kommentare stehen, um einfach, dass ihr seht, was für dumme Leute es gibt. Ja, in Deutschland ist viel schöner als auf den Philippinen. Ja, dann bleibt doch in Deutschland. Ja. Und dann der sagt, ich würde gegen Deutschland hetzen und so. Tue ich nicht. Deutschland ist super. Ja. Wetter ist scheiße in Deutschland. Wenn mir irgendeiner kommt und sagt, in Deutschland ist ein super Wetter, der soll mal kommen und soll es mir beweisen. Ja. Politik in Deutschland, sage ich gar nichts zu. Da wissen, glaube ich, 99,9% von allen Leuten, was da abgeht, ja, was da jetzt beschlossen wird am 18. November. Und die, die das bis jetzt noch nicht mitbekommen haben,
die sollen sich mal informieren, was in Deutschland abgeht. Und bitte hetzt nicht gegen die Philippinen. Wenn euch die Philippinen nicht gefallen, wenn es hier so beschissen ist, dann kommt hier nicht her, ihr habt hier nichts verloren. Dann bleibt doch bitte in Deutschland. Ja, Deutschland ist spitze. Aber ich bleibe hier auf den Philippinen. Ich habe mit Deutschland nichts am Hut, liebe Leute. Und dafür habe ich, glaube ich, 1000 Gründe. Und ich weiß genau, meine lieben 2000 Abonnenten von meinem Kanal, dass alle 2000 Abonnenten genauso denken wie ich. Und deswegen seid ihr auf meinem Kanal. Und ich weiß genau, dass im nächsten Jahr nochmal 8000 mehr dazu kommen, dann sind wir 10.000. Und der Philippinen-Club wird auch bald seine 100 Mitglieder haben. Ja, bitte lest immer in der Beschreibung unten die Links, denn die Webseite wird erweitert und die Philippinen-Club-Webseite entsteht. Ich unterhalte mich bereits mit meinen 6 Club-Mitgliedern. Die ersten haben auch schon eine Partnerempfehlung bekommen und so weiter. Ja. Und es wird dann auch eine Seite geben, wo man nachlesen kann, was ich für die Clubmitglieder tue und so weiter. Also das kommt alles. Der Club ist inoffiziell eröffnet und wir werfen nochmal einen Blick auf dieses fantastische, schaut, Kabel zwar, ja, Kabelsalat, aber schaut, blauer Himmel. Und die Arne und ich, wir laufen jetzt hier einfach mal ein bisschen spazieren. Es ist ein wunderschöner Nachmittag, ist gerade 16 Uhr vorbei, wunderschöne Zeit, es ist nicht so heiß, es ist die kühlere Jahreszeit, man kann es hier super aushalten. Schau, die Arne hat sogar eine lange Hose an. Schöne Pflanzen hier sind zum Verkauf. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ort schon von anderen Videos kennt. Da ist nämlich unser riesiger Fruchtstand in der Nähe vom Kapitol. Und hier gibt's Kokosnüsse, Bananen und noch eine Million andere Sachen. Hochbananen wäre. This is green banana. Yeah. Oh, ask her how much it is. Ein Kilo an green banana. 50 per kilo. Wow. Minta. For eating. Which? This one. But native chicken. Also. Organische Hühnchen zum Essen. Also ich würde die, so lebendig werden die mir nicht schmecken. Ich esse eh keine Hühnchen. Aber hier haben wir Süßkartoffeln, Sweet Potato. Huh? Will we buy some Sweet Potato? Interessant. Oh, yeah. Eier, Ding und da. Yeah. Oh, was ist denn das? Ein totes Tier. Da liegt das Fleisch rum, schaut mal. Und wenn man zu viel Fleisch isst, dann sieht man dann so aus wie die Dame hier. Eier and Pineapple, das wollen wir doch, oder? Also, so, wir sind doch fündig geworden, Ananas und oh, die Durian sehen auch gut aus, ne? Aber die Arne, der wird immer schlecht, wenn sie das riecht. Wir essen viel Gurkensalat, deswegen kaufen wir immer Gurken. Wir trinken eine Kokosnuss. Mama ist gerade. Schau, das ist der Fruchtstand. Ganz dahinter. Opa. Drink again, Arnie. We want to see Arnie beim Kokosnuss trinken ohne Strohhalm. So geht das. Gut. Ah, das ist doch schön. Ja. Wir haben ein neues Restaurant entdeckt. Oh. Gut, Fischdings. The beans, I want to the beans. Was ist das? No seaweed today, please. Is there another? Ask if they also have Mungo. No? Also es gibt hier eine ganze Menge verschiedenste Sachen. Hier Bohnen sind natürlich schön und einen verschiedenen Fisch. So, wir haben heute das Essen mitgenommen. Wir haben noch keinen Hunger. Schaut, so wird hier auf der Straße gegrillt. Das, sowas essen wir zum Beispiel nicht. Ja, so gegrillte Fleischspießchen und so, das ist nicht un...
Davon rate ich auch generell ab, ist ja auch nicht gesund, ne? Abgesehen davon. So, und jetzt gehen wir zurück. What do we have today, Arnie, like food? Fish, this mango and string beans and what's this? Crab meat. Filled crabs, fish and rice. So, das ist hier unser Essen hergerichtet, ne, mit den grünen Bohnen. Ein Fisch, die gefüllte Krabbe. Dann haben wir Reis mit Mungo. Und das für zwei Personen. 270 Pesos, das sind nicht mal 5 Euro. Heute unser Sonntagsessen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Seid nicht so streng mit mir. Und wie gesagt, wenn ihr die Philippinen nicht mögt, dann einfach nicht den Kanal besuchen. Das ist hier, der Kanal ist hier Auswandern Philippinen, liebe Leute. Es ist nicht gedacht, dass dann Leute kommen, mir gefällt es nicht und so weiter. Dann, ihr müsst den Kanal ja nicht besuchen. Ne? Aber für alle anderen, ihr seid herzlich willkommen und ich hoffe, es werden immer mehr. Tschüss. Bye bye, Arnie.